knackiges Gemüse und köstliche Kräuter, ganz ohne Garten? Das zeige ich euch heute. Es funktioniert. Im Kübel gezogen für Balkon und Terrasse. Mein Name ist Karl Bloberger. Herzlich willkommen in der Biogartenwelt von Kraut und Rüben. Der Balkon und die Terrasse werden zum Gemüsegarten. Das funktioniert ganz, ganz einfach. Man braucht einmal Pflanzgefäße in allen möglichen Größen. Die können durchaus dekorativ sein, so wie hier zum Beispiel. Weiße, blaue, graue, alles, was man nur so findet. Aber es können auch kreative Ideen sein, ganz einfach Körbe oder die berühmten Bäckerkisten. So, ich nehme heute torffreie Erde und zwar habe ich hier die sogenannte Leckererde. Diese Erde ist ohne Torf, sie ist aus organischen Rohmaterialien und ist vegan aufgedüngt. Also keine tierischen Dünger sind da drinnen, keine Hornspäne, kein Hornmehl, sondern rein organisch und vegan. Und daneben, das ist die aromatische Erde. Diese Erde hier, da sieht man ganz genau, da sind so kleine weiße Kügelchen drinnen. Das ist kein Styropor, sondern das ist Perlit, ein natürliches Mineral, das dafür sorgt, dass die Erde locker bleibt und vor allem, dass sie Wasser speichert und vor allem auch, ganz, ganz wichtig, dass sie diese Nährstoffe, die da drinnen sind, gut bindet. Wichtig bei den aromatischen Erden, bei dieser Erde hier, es sind weniger Nährstoffe drinnen, denn die Kräuter brauchen ein bisschen weniger Erde. Was lässt sich im Topf alles setzen? Im Prinzip alles. Ich habe da zwei Töpfe schon vorbereitet. Da ist zum Beispiel drinnen der Salat, Radieschen, Kohlrabi und Chili. Die wachsen da drinnen wirklich perfekt. Gute Erde und vor allem natürlich auch viel Feuchtigkeit. Immer aufpassen, nicht zu viel gießen, nicht zu wenig gießen und ein sonniger Platz. So wie ein Gemüsebeet im Garten, das immer in der Sonne sein soll, sollte so ein Topf natürlich auch in der vollen Sonne stehen. So, und der zweite Topf, da sind drinnen die Tomaten, wir Österreicher sagen die Paradeiser, und zwar die ganz, ganz kleinen Cocktailtomaten, die ideal sind für den Topf und davor in Mischkultur, denn die Mischkultur kann man auch im Topf natürlich verwirklichen, da ist Basilikum drinnen. Beides Pflanzen, die unbedingt die Wärme brauchen, dann gedeihen sie prächtig und später dann am Teller passen sie auch perfekt zusammen. So, wir wollen jetzt einen Kräutertopf setzen. Wichtig beim Kräutertopf, unten kommt eine Tonscherbe hinein, damit das Abzugloch frei ist. Und dann füllen wir mit dieser Erde auf. Da hinein kommt ein Schnittlauch. Schnittlauch, ein ganz würziges Kräutlein. Übrigens, da gibt es auch noch einen Trick. Wenn man Schnittlauch setzt, Kaffeesatz dazugeben, ein bisschen Eierschalen dazugeben, das mag der Schnittlauch. So, dann kommt hinein Petersilie. Wahrscheinlich das beliebteste Würzkraut überhaupt. Auch bei der Petersilie ist wichtig, gar nicht zu viele Nährstoffe. Und ich sage immer, wenn man so Kübel pflanzt für die Terrasse oder vom Balkon, dann sollte man nie vergessen, das Ganze muss auch dekorativ sein. Und da gibt es eine Pflanze, die für mich ein Favorit ist, nämlich das Hornfeilchen. Dieses Hornfeilchen kann man erstens einmal in der Küche überall verwenden, zum Dekorieren bei Salaten zum Beispiel, und das schaut dekorativ aus. Da haben wir schon so einen Kräutertopf. Wie heißt es so schön? Pelagonie raus und Gewürze und Kräuter rein. So, fertig ist unser Topf und kommt zu den anderen Töpfen dazu. So, was ist bei der Pflege von Kräutern und Gemüse im Topf zu beachten? Wir haben da heute eine torffreie Erde und da heißt es aufpassen. Man muss bei torffreier Erde öfter gießen. Da gibt es eine gute Regel und zwar, wenn man mit dem Finger, Daumenprobe nennt man es, etwa einen Zentimeter hineingräbt und da unten ist die Erde trocken, dann erst gießen. Diese Erde trocknet oberflächlich sehr rasch ab, was sehr günstig ist, weil es damit weniger Probleme gibt, zum Beispiel mit Trauermücken oder anderen Tieren oder anderen Schädlingen.
dann, wenn die Pflanzen wirklich kräftig wachsen, zum Beispiel die Paradeiser, die Tomaten, dann die Gurken oder auch Kürbisse oder Zucchini, die kann man alle im Topf ziehen, die brauchen viele Nährstoffe, da muss man nachdüngen. Am besten flüssig nachdüngen, dann werden diese Pflanzen kräftig gedeihen. Im Topf schaut nicht nur dekorativ aus, sondern liefert auch wunderbare frische Vitamine direkt vor der Haustür quasi, vor der Balkontür in dem Fall. Ich wünsche viel Spaß beim Balkongarteln.